den Leuten Hallo sagen. Hallo. Damit sie wissen, dass wir schon angekommen sind. Dieses Jahr hat es wie immer angefangen mit Problemen. Vor 10 Stunden war dieses Auto noch komplett zerlegt. Unser Pfirsich war nicht foliert. Die Stoßstange vorne, Kühlergrill, Spoiler, es war alles blank und nicht fest am Fahrzeug. Um 2 Uhr nachts wollten wir losfahren. Um 1 Uhr nachts war ich fertig, schnell noch was gepackt und bin losgefahren zum BMW Syndikat als Fallkleber 2019. Und jetzt nehme ich euch dieses Jahr wieder mit und zeige ich euch das ganze Areal und was dieses Jahr so passiert ist hier. Los geht's! Dieses Fahrzeug kennt ihr ganz bestimmt, ja? Von TES, Tesalo, Tesilo, Tesero, TES36. Wir werden uns jetzt ein bisschen kennenlernen, feiern ein bisschen, trinken ganz normale Cola. Morgen werden wir dann richtig durchstarten. Es ist nämlich Mittwoch jetzt. Es hat sich ein bisschen was verändert. Wir sind vorher angereist. Jetzt machen wir Folgendes. Wir quatschen ein bisschen mit ihm. Eventuell gibt es ein Viertelmeilenrennen oder ein Drift oder sonst was. Wir versuchen dieses Jahr ein vernünftiges Content für euch vorzubereiten. Und jetzt gehen wir ein bisschen feiern und bereiten uns auf die eigentliche Eröffnung. White Jays, White Porsche, White Wrist, White Horse, High Bitch, High Bitch, High Bitch, High Bitch. I do not sniff it or roll it. Nope. It do not jump when I pull it. Nope. I do not run, I reload nope. it. Nope. I do not save it, I throw it. Guten Morgen, Leute. Nächster Tag. Es ist jetzt ein Donnerstag. Es geht normalerweise um 14 Uhr los. Wir haben jetzt gerade mal 10 Uhr und der Platz ist eigentlich schon ziemlich voll. Also an der Straße sowieso, aber auch auf der Wiese ist schon ziemlich voll geworden. Macht aber nichts. Es ist ausreichend Platz für jeden da und es werden noch viele Leute erwartet. Unser Plan für heute ist folgendes. Ich habe mich schon für die Viertelmeile angemeldet. Ich zeige euch am besten schon mal den Aufkleber bzw. die Anmeldung. Dieser Aufkleber bedeutet, dass wir dieses Jahr bei der Viertelmeile auch mitfahren mit unserem Pfirsich. Und dann versuche ich mein Bestes zu geben und repräsentiere dann Time to Drive auf der Rennstrecke. So, das ist Plan Nummer 1. Dann werden wir auch die Drifter-Area mal besuchen. Also, wie gesagt, es ist Donnerstag, der erste offizielle Tag vom BMW Syndikat Asphaltfieber 2019. Ich nehme euch jetzt mit und viel Spaß. Los geht's! Du musst schon was sagen, irgendwie. Hi oder so. Bona, Jungs. Alles klar. Los, Marsch. Stopp, geht's дальше, поверни душ. Ворта сушен, ворте сушен. Я молюсь Богу, чтобы стать лучше. Ворта сушен, город не нужен. На-на-на, мне все равно. Да-да-да, да. Вы мне никто. Но я языки это я. Я вижу их взгляд. Einen wunderschönen guten Morgen. Neuer Tag, neues Glück. Es ist jetzt Freitag. Gestern gab es nicht so viel Action, denn es hat die ganze Zeit geregnet. Time to drive! Hi, grüß dich. Morgen. 3.16er! Dieses Jahr bin ich wieder einer der Ersten, die wach sind. Wir haben jetzt aber 6:30. Komischerweise ist noch keiner da, wie ihr sehen könnt. Wer früher aufwacht, wird ein bisschen belohnt. Man kann die sauberen Duschen genießen, beziehungsweise die Toiletten. Insider-Tipp, wenn man ein bisschen penibel ist, wie ich es bin, dann macht es schon Sinn, irgendwo hier im Dorf, Obermäler oder hier in der Gegend vielleicht ein Zimmer zu buchen, dass man da wenigstens die Dusche und die Toilette benutzen kann.
Denn man kann ja mit einer Gruppe zusammenlegen, was weiß ich, das billigste Zimmer nehmen für 30, 40 Euro. Einfach da, wo eine Dusche ist und Toilette. Dann kann man mit 10 Leuten ein bisschen zusammenlegen, jeder legt, was weiß ich, ein paar Euro dazu und kann dann die warme Dusche genießen. Das ist so eigentlich mein Tipp an euch. Viele machen das schon so mittlerweile und aus diesem Grund muss man alles frühzeitig buchen. Der ist auf jeden Fall ziemlich schick. 318, wenn ich mich nicht irre. Es sind auch viele aus dem Ausland gekommen. Wie ihr sehen könnt, da ist ein Holländer. Ich bin das Kind eines Teufels, Mama. Du brauchst nicht zu heulen. Dieses Auto ist aus Holland angereist. Also es ist auch dieses Jahr viel los. Egal, ob es regnet oder nicht. Eine weitere Highlight beim BMW Syndikat, das Fallfieber 2019, ist der tiefer gelegte Pferd. Würde ich euch gerne jetzt vorstellen, hier. I do not sniff in the rolling. No. It do not jump when I pull it. No. I do not run, I reload it. No. I do not save it, I throw it. Nach diesem kurzen Pferdeporn würde ich jetzt gerne mit euch weiterlaufen. Und da sind unsere Hüter. Die Securities legen sich dieses Jahr richtig ins Zeug. Sobald man einen kleinen Burnout macht, wird man sofort angehalten und die Schlüssel werden abgenommen. Oder, Tess? Moin. Okay, laufen darf man wenigstens in die falsche Richtung. Ist ja Einbahnstraße, ja. Aber das mit dem Fahren, das wurde dieses Jahr auf jeden Fall ein bisschen strenger reguliert. Diejenigen, die am Montag und Dienstag angereist sind, die durften in der hintersten Ecke auf der Wiese parken und dort erstmal die Zeit verbringen. Und deshalb. Hi. Moin, hi. Moin. So, jetzt laufen wir ein bisschen rückwärts. Guten Morgen. Hi. Guten Morgen. Ich habe keine Ahnung, wer er ist, aber. Sehr schön. Hey! Krass. Gut. Jedenfalls am Mittwoch gegen 12 Uhr oder 13 Uhr durfte man dann auf die Plätze fahren. Das ging dann richtig los. Wie bei Mad Max. Sind alle durch die Wiese gefahren mit Vollgas, egal ob das Auto tiefer gelegt ist oder nicht, Luftfahrwerk oder Gewinde, scheißegal, Splitter, alles auseinandergeflogen, aber mit Vollgas musste man durch, bis auf die Asphaltfläche, um die besten Plätze zu bekommen. Mir persönlich würde schon die Lust vergehen, wenn ich dann am Montag hier anreise, es ist eh nichts los, also nur du und deine halt Kollegen und so, da verbringe ich persönlich die zwei Nächte lieber zu Hause, anstatt im Zelt, weil sonst vergeht mir die Lust, wo ist denn der Sinn überhaupt? Montag, Dienstag, Mittwoch da zu übernachten, irgendwo mitten im Feld, das ist meiner Meinung nach ja, nicht so sinnvoll. Burnouts sind komplett untersagt. Ich weiß jetzt nicht, wie das geregelt ist, aber eigentlich konnte man doch auf dieser Spur hier, also es gibt ja zwei Spuren, einmal die Fahrbahn da und einmal diese Fahrbahn hier. Die ist ein bisschen weiter weg von dem Ort. Man könnte das doch so machen, dass man das ein bisschen reguliert. Diese ganzen Burnouts werden ja sowieso gemacht. Wie ihr sehen könnt, das ist... Wie schon bekannt, ist das hier keine schwarze Farbe auf dem Asphalt, sondern Reifen. Vielleicht könnte man das in der Zukunft so regulieren, dass man 20, 30 Meter Platz bewässert sogar. Und hier versammeln sich dann auch viele Leute. Somit hat man die Zuschauer, die die Burnouts sehen können. Man hat die Leute, die Burnouts machen wollen. Und man weiß einfach, wenn man einen Burnout sehen will, wo man den bekommt. Und das ist halt auch ein bisschen sicherer, glaube ich, wenn man hier ein paar Leute aufstellt und das vernünftig ein bisschen begleitet. Weil auch dieses Jahr, wir haben jetzt gerade mal Freitag und auch dieses Jahr gab es leider einen Unfall. Da war auf jeden Fall auch Alkohol im Spiel, was natürlich auch ziemlich uncool ist. Müssten wir mal in der Zukunft auf jeden Fall mal ein bisschen ändern. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt wieder zurück zu unserem Pfirsich, trocknen den ein bisschen ab und schauen, was der Tag so mit sich bringt. Wie beginnt eine Fahrt mit einem E36? Mit blutigen Händen, dreckigen Händen, Wagenhebereinsatz, Schlagschraubeeinsatz und. Und dann kann man losfahren. Geht auf Faust. Deine Hände sind gar nicht dreckig. Willst du nicht wegfahren? Nein. Oder ist das bei E46 anders? Bei E46 muss man Öl nachgeben. Okay. Was verbraucht deiner? Öl? Klar. 10 Liter? Je nachdem. Okay, machst du auch diese Mischung? Kraftstoff, Öl, Wasser und alles in einem Loch. 1:1, ja. 1:1. Hört sich gut an. Ist noch guter Zustand, so wie ja. Leute, jetzt habe ich eine exklusive Möglichkeit für euch, etwas richtig Geiles zu drehen. Wir sind mitten auf dem Driftplatz. So wie es aussieht, wird es gleich richtig warm. Und da vorne ist schon Briefing. Die Fahrer werden eingewiesen, da werden die Regeln erklärt, etc.
wie das Ganze bewertet wird und so weiter. Ich versuche es jetzt zu klären, dass wir bei einem Drifter mal mitfahren können und dann gucken wir uns die ganze Geschichte mal live aus dem Fahrzeug an. Los geht's! My cow, she a vampire, suck me like Suki doll. Then I pass her to my wolves like Ricky Rubio. Boy, I'm turned up, I'm Gucci. Never say my shooter's name, I learned that from Boosie. Eyes like Bruce Lee, but I'm equipped with the vision. Got that Chinese chopper, Hello Kitty edition. Boy, Porsche color abortion. Swerving off of Peach Rock right after the weed. I ever in a G-spot. The condo overload, erotic on my bed. Ecuadorian, she stay in Santa Monica. Piranhas in the fish tank, I feed them Oxycontins. But I've been on my bullshit since Nas was rocking out of country. Paranoid, plus I got insomnia. Make my foes not see, they cross me like a swastika. Young Blaze, heavy horse. Banana clipper, make it stutter. Can you mark it? Kalashnikov drive. I put duct tape on my snapbacks, duct tape on my trap packs. On Pro Tools, I relapse, bitch, you old news, cash stacks. Wake up in the morning and put butter on her flapjacks. Pound a fifth of vodka, make these haters drink my backdraft. Avatar and Danny Darko, yeah, I got two names. I'm riding around, I'm getting it. You can call me too fat, more like the Joker, but I'm in that Batmobile like Bruce Wayne. Lost space, find a AK in my couch like loose change. Loose A, Fang Gang, I'm a GD, but I don't gang bang. But yeah, I twisted fingers all up in your gal's protein. Scumbag, dirtball, why you under that bitch, you hurt doll. I'm a work hard, trying to have enough power to make the fucking earth fall. Ballin' out in Paris like Tony Parker. I'ma probably die stuntin' like Owen Hart. Name somebody going harder, no these rappers are. I'm drinking gold like the mother. Hey, George Clooney, hallo! Time to drive nach, wir machen kein Like und abonniert den Decker. Wie findest du es hier? Alles cool? Time to drive, geil. Abonniert das. Bester Mann. Kommt alle her. Was sagen Sie dazu? Das ist neue Tesla-Modell, illegal. Das ist Tesla-Modell? Ja. Nicht Tesla-Modell. Tesla-Modell. Das ist Tesla-Modell. Nee, weißt du, das ist Französisch. Nicht Tesla. Tesla-Modell. Nicht Tesla-Modell, das ist Tesla-Modell. Tesla. Ja. Tesla los. Ey, ich bin extra rechts gefahren und die Security stoppen. Hey, man darf nicht. Hey, ich bin vom Drift, ich muss hin Fotoshooting machen. Okay, fahr, kein Problem. Weißt du das? Ja. Also? Die haben ein Auto gebaut, weißt du? Wir fahren zur Waschanlage, die sagen so, hey, du musst dich da anstellen, eine Stunde warten oder so. Ich sage, nein, ey, das wurde ja abgesprochen, ich muss für Bilder Auto sauber machen, ich komme hier vom Drift. Ah, okay, fahr rein, Alter, gleich ohne Schlange drin, Alter. Jetzt wissen wir, was ein Drift ist, aber wir wissen immer noch nicht, was Drift-Mift ist. Und der richtige Drift-Mifter ist der Kors, grüß Gott. Kors aus Deutschland, Kette mit Goldkette, Bratan, mit Goldkette. Kette ist da, Fly-Off ist da, volle Fosse bei mir ist da und ab geht's. Перед нами этот дрон, со мной молодой Ронин, голова в моем патроне, демоны на мониторе. Leute, guck mal, wen ich hier habe. Tada! Wie war dieses Jahr, deiner Meinung nach? Dieses Jahr? Hat, ja, gelungene Veranstaltung. War richtig gut. Ja? Also Syndikat an sich, Streitsache, aber Motorsport-Event, stopp.
wirklich so. Lach nicht, das ist eine ernste Veranstaltung, okay? Gut. Leg los. Ich grüße meine Oma. Schön, dass du jetzt wieder Katzenbabys hast. Ich hoffe, denen geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Jetzt fahren wir bei der vierten Meile mit gegen den Kollegen da. Ist zwar einem 3, aber dann mache ich doch locker platt mit meinem 316er. Die Drehzahlanzeige funktioniert nicht, aber kein Problem. Das kriegen wir alles hin. Ich habe keine Drehzahlanzeige. Ich gebe einfach mein Bestes. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und wünscht mir Glück. Was am Steuergerät machen. Das sage ich euch. Jetzt müssen wir etwas am Motto machen. Ich wurde von einem 316er fertig gemacht. 316er, aber mit einer M3 Bremsanlage. Und der sieht schon ziemlich sportlich aus. Also das ist auf gar keinen Fall 316er. Ich hoffe, ich kenne meine Zeit jetzt nicht, Leute. Ich hoffe, dass wir wenigstens also besser gefahren sind wie mit dem E39. Also ich hoffe, dass die Zeit besser ist als 17,9. Das hoffe ich mir. Dann war unser Umbau nicht umsonst. Und ab jetzt müssen wir uns nur noch verbessern. Wünscht mir Glück, der Motor läuft, Technik funktioniert und das Auto kocht nicht. Wir haben Wassertemperatur mittig und Öltemperatur 105 Grad. Also ich finde, das ist in Ordnung. Leute, guckt mal, wer bei mir im Auto ist. Das ist Yogi, einer der Organisatoren oder halt der Hauptorganisator, sage ich mal, von der ganzen Veranstaltung. Ich will wissen, was dieses Jahr anders ist als letztes Jahr zum Beispiel. Also dieses Jahr haben wir erstmal Jubiläum, wir sind ja jetzt im 15. Jahr. Wir haben das Ganze 5 Jahre früher in Eisenach gemacht unter dem Syndikat Race Wars Namen und dann das Ganze nochmal umbenannt in Syndikat Asphaltfieber und sind dann hier auf das Gelände in Obermela gegangen und da sind wir jetzt seit 10 Jahren, also in Summe 15 Jahre, deswegen Jubiläum. Und deswegen haben wir dieses Jahr nochmal so ein paar Schmankerl mehr quasi dabei. Da haben wir unseren Indianer mit seinem Jet-Turbinen-Truck. Der hat da 2 Jagdflieger-Turbinen auf so einem großen Army-Truck mit 20.000 PS. Ja, Nachfragen aus der Community gehört, die gesagt haben, wir hätten gerne Tribüne irgendwo und deswegen haben wir dieses Jahr nochmal eine schöne große Tribüne an der Viertelmeile hingebaut, wo man da nochmal entspannter zuschauen kann und ansonsten natürlich die ganzen Wettbewerbe und so weiter optimiert. Das heißt, wir haben ja hier unser Drift United mit den offiziellen Läufen und die haben dieses Jahr, glaube ich, bis zu 120 Driftteams am Start, also wirklich Riesenshow, die Händlermeile riesengroß, ansonsten Viertelmeile fahren, unsere Asphaltfieber Arena, die wir jetzt im 3. Jahr, glaube ich, schon machen, wo du verschiedene Fun-Contests mitmachen kannst, also Car-Limbo, höchstes Auto, tiefstes Auto, alles nicht so ganz ernst genommen. Ganz neu dieses Jahr ist noch unsere Show-Stage, ist vielleicht auch für dich interessant, da
haben wir hier ganz zentral auf dem Gelände, direkt neben der Händlermeile, nochmal Stellplätze, wo du quasi ein Auto abstellen kannst. Einmal Freitag und dann nochmal andere Leute am Samstag. Und die wählen wir im Vorfeld aus. Die konnten sich bei uns auf der Internetseite bewerben mit Fotos von ihrem Auto. Da haben wir schon mal 15 bis 20, glaube ich, einmal für Freitag, einmal für Samstag ausgewählt. Und hier oben dann nochmal ein paar Plätze vergeben, sodass die Jungs und Mädels ihre schönen BMWs quasi nochmal mittendrin präsentieren können, genau. I do not sniff it or roll it. No. It do not jump when I pull it. No. I do not run, I reload it. No. I do not save it, I throw it. Reisegruppe Hässlich ist auf jeden Fall auch was Besonderes. Das sind sehr schicke Fahrzeuge, habe ich gesehen. Auf jeden Fall, genau. Die haben da unten nochmal ihr Spezialareal. Die machen das jetzt, glaube ich, auch schon seit 2 oder 3 Jahren. Ich weiß nicht. Die sind schon länger da. Das hat so seine ganze Historie, wie das entstanden ist. Und die haben da immer super geile Fahrzeuge natürlich und auch auf nochmal spezielle Fahrzeuge Zugriff. Ich glaube, ein M1 Pro Car haben sie da unten stehen. Viele historische Fahrzeuge und das ist natürlich auch nochmal gigantisch, klar. Geil. Jogi, danke von jetzt von mir persönlich und auch von der ganzen Community, von diesen BMW-Fahrern, die dabei waren. Einfach vielen Dank und Respekt, dass du das auf deinen Schultern trägst, dass du das organisierst. Danke und, an euch. Hoffentlich wird das auch in der Zukunft auch so bleiben oder halt auch wachsen. Das wäre natürlich richtig, richtig geil. Ja, gerne. Also danke an euch, weil das Ganze stirbt und lebt natürlich mit euch und mit den Leuten hier oben und dass sich natürlich auch alle dementsprechend vernünftig verhalten und alles gescheit abläuft. Aber ich denke, das haben wir da alles sehr gut im Griff. Das ist ein gutes Miteinander und ja, danke an euch und an dich als Besucher. Yeah.